Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in die Limited Edition der Glossy Box von The Body Shop reinwerfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie mir gekauft, die kostet normalerweise 45 Euro, wenn man kein Abo hat, 35 Euro für diejenigen, die ein Glossy Box Abonnent sind. Und mit dem Code Claudia Limited müsste vielleicht noch aktiv sein, bekommst du 5 Euro Rabatt, wenn du kein Abonnent bist, also quasi die LE für 40 Euro. Wir haben hier einen Schuber außen drumherum, den ich jetzt einfach mal entferne und dann schauen wir in die Box, die von außen ganz klassisch aussieht. Wir haben ein digitales Magazin, wo wir dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen darauf hingewiesen werden, hey, wir haben hier eine Limited Edition mit The Body Shop gemacht. Schaut gerne mal vorbei. Und ja, Resilience Start with a Tiny Flower. Edelweiß ist eine absolute Powerpflanze, die voller Beautykraft und wertvoller Benefits für deine Haut steckt. Genau deshalb ist sie der Star der neuen Pflegelinie von The Body Shop und ein absolutes Must-Have in deiner Beauty-Routine. Also hier geht es dann wirklich um die Edelweiß-Reihe von The Body Shop. Und ja, dann habe ich jetzt einfach mal das Schleifchen geöffnet. Ist alles ein bisschen verrutscht hier drin, was nicht weiter wild ist. Und dann werfen wir mal einen Blick hinein. Also wird hier auch wahrscheinlich ausschließlich Pflege drin sein. Schauen wir mal hinein. Das war ein Reim. Und da starte ich mit einem Eye Serum Concentrate. Das finde ich cool. 10 ml sind hier drin enthalten. Sowas würde ich persönlich einfach unter einer regulären Augencreme verwenden. Ja, als Augenserum halt. Ne? Genauso wie man auch ein Gesichtsserum unter der Gesichtscreme verwendet, würde ich auch ein Augenserum unter einer Augencreme verwenden. Da ist Propolis mit drin, oder? Was hatte ich hier gerade gelesen? Nee, Quatsch. Leontopodic Acid. Okay, das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Und Peptide ist schon mal schön. Ob man diese Leontopodic Säure auch im Sommer verwenden kann, müssen wir mal schauen. Aber ansonsten halt abends, ne? Cool. Dann habe ich hier eine Maske drin, die ich okay finde. Also doch, die fand ich sogar gut. Meine ich wohl, die hatten wir nämlich auch im Adventskalender. Edelweiß Serum Concentrate Sheet Mask. Ich mag super gerne Tuchmasken und kann euch empfehlen, diese Tuchmasken auch immer wieder schön im Kühlschrank aufzubewahren. Gerade im Sommer gibt es nochmal so ein bisschen mehr den frischen Kick und ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Auch hier ist diese Leontropic Säure drin. Oh, ich muss kurz Pause machen. Wenn es ein bisschen rummelt, es wird gerade etwas sehr Großes in ein paar Räumen neben uns geliefert, nämlich eine kleine Küche. Dann habe ich hier The Body Shop Edelweiß Bouncy Jelly Mist. Enriched auch wieder mit diesem Leontopod. Es hat mir gar nichts. Smooth und Protect, also das soll quasi alles weicher machen und schützen. Auch interessant, ne? Ja. Also 57 ml. Wir haben hier auf jeden Fall eine sehr gelartige Konsistenz, die dann aber als Spray rauskommt. Das möchte ich kurz mal ausprobieren. Oh, okay. Und dann vielleicht wie so eine Art Toner oder wie ist das? Weil das kommt dann auch fein raus, aber es fühlt sich so stockend auf der Hand an. Riecht sehr angenehm. Okay. Helps protect from indoor and outdoor pollution. Ja, also ich würde es halt wirklich wie so eine Tonergeschichte auftragen. Gesichtsspray, ja. Cool. Dann habe ich hier noch weitere, also das ist schon ganz gut gepackt hier, ne? Wir haben nur Pflege hier drin, nur die Edelweiß-Serie. Hier haben wir die Smoothing Day Cream mit drin enthalten aus der Edelweiß-Reihe mit 50 ml. Ich muss bei The Body Shop immer so ein bisschen abwägen. Ich habe letztens erst die Vitamin E Gesichtscreme leer gemacht, die mir gut getan hat und gut gefallen hat. Manche Sachen sind mir manchmal ein bisschen zu sehr parfümiert oder haben zu viel Alkohol oder so drin. Aber hier steht auch überall drauf, dass es halt auch für Sensitive Skin geeignet sein soll. Deswegen bin ich da einfach mal gespannt drauf. Die Verpackung, das ist Glas und hier oben halt so ein Metalldeckel, ne? Ist auch recht nachhaltig und da steht überall vegan drauf. Also hier scheint auf jeden Fall The Body Shop eine gute Werbung machen zu wollen für die Edelweißlinie. Als ein vorletztes habe ich hier etwas drin und zwar ist es ein Concentrate, also wahrscheinlich ein Serum. 7 ml haben wir hier drin. Ja, Facial Serum steht hier auch drauf. Also da kann man sich wirklich mal komplett durch die Edelweißlinie testen. Ich kann euch bei Gesichtspflege aber gerne einfach mal nahelegen, dass ihr jetzt nicht, wenn ihr die Box bekommt und auspackt, von jetzt auf gleich alles an Gesichtspflegeprodukten, die ihr vorher verwendet habt, links liegen lassen solltet und dann nur das verwenden solltet.
Gesichtspflege sollte man immer vorsichtig ein- und ausschleichen lassen. Ne? Also wenn man Wechsel mit dabei hat, nicht von jetzt auf gleich alle Produkte ändern. Das würde die Haut so nicht cool finden. Also da einfach nur so ein kleiner Tipp von mir am Rande. Und als letztes habe ich hier drin wahrscheinlich die Nachtcreme. Wa? Das ist die Bouncy Sleeping Mask. Die kannst du aber einfach wie so eine Nachtcreme verwenden. 75 ml haben wir hier drin. Die ist dann etwas mehr befüllt als die Tagescreme, was ich aber auch nicht schlimm finde. Und da könnte es durchaus sein, dass ich jetzt das ein oder andere Produkt mal demnächst dann auch in meine Tagespflege mal mit einfließen lasse, um euch ein bisschen auch was dazu zu erzählen, weil so kann ich nur sagen, ja, sieht interessant aus. Die Maske habe ich, wie gesagt, auch schon mal verwendet, als sie im Adventskalender war, fand sie gut, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und die weiteren Pflegeprodukte hören sich gut an, ne? Also das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wer auf jeden Fall immer schon mal scharf auf die Edelweiß-Reihe war oder vielleicht auch durch das Auspacken von dem Adventskalender das ein oder andere Edelweiß-Produkt schon mal verwendet hat und gesagt hat, Mensch, da möchte ich definitiv mehr von ausprobieren, ist hier wahrscheinlich ganz gut beraten. Wer in so einer Box lieber dekorative Kosmetik oder eine Vielfalt an verschiedenen Marken drin hat, ist hier wahrscheinlich eher nicht so gut beraten. Aber ich finde, das ist einfach eine ganz coole Nummer, weil definitiv, hier steht ja auch drauf, The Body Shop Reihe, und hier ist auch ein ganz dickes, fettes Edelweißzeichen vorne drauf. Deswegen dementsprechend sollte man schon davon ausgehen, dass es sich hier komplett auch um die Edelweißlinie handelt. Ich finde es, wie gesagt, cool, werde das ein oder andere mal ausprobieren und euch im Aufgebraucht-Video was zu berichten können. Und dann war es das hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Das sind immer mal wieder welche. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!